Hello and welcome. My name is Mark G. Point from the Alanya Watch Center. Ich muss dieses Gebrauchtwagen-Verkäufer-Lächeln besser draufkriegen. In diesem Video möchte ich euch präsentieren die Submariner von Rolex in der Goldstrand-Edition. Und das Modell fliegender Händler. Ich muss noch schnell durch den Zoll. Mehr dazu nach dem Intro. Herzlich willkommen beim Videocheck. Mein Name ist genauso falsch wie diese beiden Uhren. Ich bin Paul Kramer und wir gucken uns heute mal Modell Goldstrand und fliegende Händler genauer an. Wo sind die Unterschiede? Preislich gibt es da natürlich richtig viele Varianten, wo man dann weit über 1000 Euro liegt und man kaum noch Unterschiede erkennt. Braucht man das? Das ist die Frage. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Diese beiden Uhren wurden mir freundlicherweise von Sergei What is Love zur Verfügung gestellt und stehen auch nicht zum Verkauf. Kommen wir erstmal zu der Frage, braucht man ein Fake? Wozu braucht man ein Fake? Also es gibt natürlich einmal die Leute, die gerne damit prahlen und sagen, hier, guck mal, Rolex, ne, was bin ich für ein geiler Typ. Ich glaube, viele von diesen möchte gern Rappern haben so eine Fake-Uhr. Und es ist natürlich schon eine coole Sache. Wenn man einen High-End-Fake hat und irgendwelche Geschäftskunden damit beeindrucken will oder das als Abschluss kommt, ist natürlich eine coole Sache. Allerdings sollte man, wenn man in diesem Preissegment unterwegs ist, selbst so viel Geld verdienen, dass man sich so eine Uhr leisten kann. Nordkorea, Westkorea. Und dann gibt es natürlich Leute wie mich, die so ein Ding gerne mal tragen möchten und gucken, gefällt mir das überhaupt, bevor man da 10.000 Euro oder mehr für investiert, für so eine schöne Uhr. Aber welche Preisklassen gibt es bei den Fake-Watches? Also Fake-Watches gehen definitiv ab 30 Euro, 26 Euro los. Ich nenne das dann immer Modell Alanya. Mein Vater hatte mal eine in der Türkei gekauft mit Gummibandmotor. Da haben wir den zu Hause aufgemacht, wollten eine Batterie reinmachen und da war innen drin so ein Streichholz, ein Gummiband und quasi batterielos, eine rein mechanische Uhr, der Hammer. Und dann gibt es natürlich Uhren bis 1000, 1500, je nachdem welches Modell danach geahmt wird, wo man wirklich kaum noch sieht, dass das Ding überhaupt unecht ist. Gucken wir uns die Submariner Typ fliegender Händler, ich muss auch schnell durch den Zoll mal genauer an und natürlich auch das Modell Alanya. Man sieht natürlich schon an der Verpackung, dass es keine echte Rolex ist. Und auch wenn man das Ganze anfasst, das ist hier scharfkantig. Also wer sich sowas irgendwo auf dem Flohmarkt andrehen lässt für teuer Geld, der ist natürlich selber schuld. Man hört das auch, das ganze Ding klimpert. Und das ist wirklich sehr, sehr schlecht verarbeitet. Und bei diesem Modell, da fällt es vom Weiten schon auf, dass das definitiv ein Fake ist. Die Rolex-Krone, die hier unten eingraviert sein sollte, die fehlt. Wenn wir hier eine Krone ziehen, dann haben wir quasi zwei Stufen. Die erste zum Datum verstellen und die nächste, um hier den Zeiger zu bewegen. Hier kann man nur beides zusammen. Und innen drinne befindet sich auch kein mechanisches Uhrwerk, das durch Schütteln quasi aufgezogen wird, sondern ein, ich denke mal, Quarzuhrwerk. Wir werden gleich mal reingucken. In der Uhr selber fehlt hier dieser Schriftzug, auch die Seriennummer fehlt. Damit kann man nicht mal den örtlichen Kioskbetreiber beeindrucken. Hochwertiger geht es dann natürlich schon im höheren Preissegment los. Wir haben hier eine richtige Box mit dabei, aber auch da sieht man schon von außen, das ist keine Original-Rolex. Wir haben hier Klebekanten und so weiter, aber so zum Spaß ist es mal eine coole Sache. So ein schönes Heft war hier mit dabei. Hier oben sehen wir noch die Garantiekarte. Ein Vorteil, ganz klar, hier können wir selber noch den Händler und alles eintragen. Ich glaube nicht, dass eine Garantiekarte so in echt aussieht. Man sieht aber ganz klar hier an der Krone, dass es ein Fake ist. Hier sehen wir diesen Schweißrand. Und hier nochmal so eine Echtheitsplakette dran quasi. Bei dieser Uhr ist es so, wir haben ein mechanisches Uhrwerk, also das durch Schütteln sich aufziehen lässt. Es wird kein Original Rolex-Werk sein. Und wir sehen es an den Leuchtpunkten im Dunkeln, dass es nicht original ist. Außerdem ist hier unten eine Gravur drin. Ich glaube, das erkennt man hier im Video schlecht. Eine Krone, die ist relativ grob reingelasert oder graviert. Die befindet sich hier in dem Glas drin. Ich meine, diese anderen Merkmale, die so gefordert werden, die sind hier alle drin. Wir haben auch unsere Fake-Seriennummer hier unten stehen. Aber keine Schnellverstellung oder irgendwas hier am Armband. Ich meine, die Linke ist sicherlich ihr Geld wert, aber es ist definitiv keine Rolex. Wir haben hier zwischendurch Aussetzer. Unser Uhrwerk bleibt hängen. Wir müssen dann wieder quasi erstmal das Datum einstellen. Dann haben wir hier diesen aufgeklebten Rand. Den können wir richtig fühlen. Also ich denke mal, bei einer echten Rolex wird das nicht der Fall sein. Bei der Goldstrand-Edition ist natürlich noch mehr Katastrophe. Also hier, das sieht richtig nach einer billigen Uhr aus. Probieren wir mal hier diese Goldstrand-Editionsuhr aufzumachen. Aber hier an der Seite, zack, jetzt haben wir es offen, war so ein Schlitz. Und das heißt, wir können ins Uhrwerk reingucken. Ich glaube, ich habe mich getäuscht.
Es ist doch ein Original Rolex. Nein, Quatsch. Also wir sehen hier ein batteriebetriebenes Teil, billig gemacht. Wasserdicht wird es wahrscheinlich auch nicht sein, weil wir hier im Gehäusedeckel nicht mal eine Dichtung oder irgendwas drin haben. Also es wird den Goldstrand nicht überstehen, wenn man damit schwimmen geht. Bei der fliegenden Händlerversion sieht es noch ein bisschen besser aus. Wir können hier das Uhrwerk nicht direkt öffnen, man braucht tatsächlich ein Spezialwerkzeug. Deswegen kann ich euch das hier leider nicht zeigen. Man hört aber, wenn man die Uhr wippt, dass innen drinne dieses Aufzugsinstrument oder wie man das auch immer nennt, da drinne arbeitet. Was natürlich für den Preis sicherlich nicht schlecht ist. Wir haben ja auch was Wertiges in der Hand. Das Einzige, wo man halt hier irgendwo merkt, hier oben sind doch schon scharfe Kanten. Und das mit dieser Datumsverstellung funktioniert hier zwar, also erster und zweiter Gang, allerdings nicht so perfekt, wie man es von einer Rolex erwarten würde. Also ich denke mal, wer schon ein paar Videos von Marc Gebauer geguckt hat, der würde schon mal mindestens keine günstige Fake Rolex kaufen. Ich würde sagen, kommen wir zum Fazit der Fake Watches. Das ist bestimmt eine coole und witzige Sache, wenn man hier so das Alanya-Modell mal mitnimmt oder seinen Kindern schenkt oder den Verwandten. Hier, ich habe eine Rolex, die schenke ich dir mal. So aus Spaß, ganz klar. Ist aber kein vollwertiger Rolex-Ersatz und gehört für mich definitiv in den Müll. Bei dem Modell fliegenden Händler ist es natürlich, es ist schon eine gute Uhr. Man kann nicht sagen, dass sie schlecht ist. Es ist aber definitiv keine Rolex. Und ich finde, man würde sich selber betrügen, wenn man woanders behauptet, dass dies eine echte Uhr sei. Vor allem, wer möchte als Schwindler dastehen, wenn man doch mal einen Uhrenexperten da hat, der zufällig ab und zu mal genauer hinguckt. Die echte Rolex ist definitiv eine schöne Uhr. Auch dieser Fake ist eine schöne Uhr. Wer Geld zur Seite legen möchte und dem der Euro zu unsicher ist, Bitcoin zu unsicher ist oder sonst irgendwas und auf jeden Fall den Wert von dem Geld erhalten möchte, die Kaufkraft, für den, denke ich mal, wäre eine echte Rolex gar kein Problem und eine sichere Sache. Vor allem kann man daran Spaß haben, das Teil tragen, nicht wie Goldbahn oder sonst irgendwas, das man unten im Aquarium drin hat. Teilweise gibt es sogar Wertsteigerungen, ja, aber aus diesem Grund finde ich, sollte man eine Uhr nicht kaufen, höchstens man ist Händler. In meinen Augen zählt hier der Spaß an der Technik, an der Freude, an dem Wert, an das, was man hat, was man sein Leben lang hat und seinen Kindern noch weitergeben kann und einfach immer funktioniert. Das ist für mich Rolex und deswegen, ich trage zwar ab und zu diese Fake Rolex, ich sage es aber auch jedem, dass es eine ist. Ich finde, das ist eine coole Uhr und ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Tag, an dem ich mir meine echte Rolex kaufe. Absolut echt cool wäre auch ein Abo von euch, denn dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck mit eurem Paul Kramer. Ciao. Let's put our living stereo stylus in this groove.